Weiter geht's. Wir begrüßen einen weiteren Entwickler hier in der Booty Stage. Und ich freue mich, denn wir werden uns Desperados 3 anschauen. Und neben mir sitzt er schon, Moritz. Hallo. Von Mimimi. So richtig. Heißt das Entwicklerstudio. Richtig. Ihr sitzt in München, hast du mir erzählt. Genau. Und Mimimi könnte man vielleicht noch kennen. Gerade kürzlich erst erschienen Shadow Tactics. Habt ihr auch gemacht, ne? Ja. Das ist so der perfekte Vorgänger für Desperados, sag ich mal, mechanisch. In die gleiche Kerbe, kommt aus dem gleichen Genre. Ich habe dich eben gefragt, weil ich kann mir selber nichts zusammenreimen. Wie nennt man dieses Genre? Real-Time Tactics with Stealth Elements oder so. Es ist ein bisschen clunky. Okay, Real-Time Tactics with Stealth Elements oben und... Ja, nee, ich meine, wer Desperados kennt, dem muss man es nicht erklären, aber vielleicht sollte man das einmal kurz tun. Genau. Entsprungen, war Commandos damals das erste Spiel dieser Art? Das erste war Commandos, genau, von Pyro Studios. Das war in Spanien, ich glaube so 98 rum oder sowas. Und das war ein Zweiter Weltkriegsspiel, wo man eben auch aus so einer Draufsicht so ein Spezialteam aus 5 bis 6 Kommandos durch so eine, ja, im Zweiten Weltkrieg durchschleust und einen Haufen Nazis umbringt. So. Sehr, sehr taktisch, sehr, sehr schwierig war das auch damals. Ich weiß, ich habe es nicht weit gespielt, weil es so schwer war. Bei Desperados war das, glaube ich, ähnlich, oder? Es ist nicht einfach. Es ist so ein Spiel, wo man wirklich nachdenken muss, wo man seine Männchen da wirklich... Da gibt es nicht viele Lösungswege, oder? Wie viele habt ihr? Also wir haben schon immer viele Lösungswege. Ja? Ja, es ist ein ganz wichtiger USP bei uns zu sagen, dass wir einfach... Du kannst es auf deine Art spielen und es gibt für jedes Problem mehrere Lösungen, aber es ist trotzdem bockschwer. Also dann ist es ja doch was für mich. Vielleicht. Du musst nur die Wege finden. Manchmal sind sie halt ein bisschen versteckter. Gerne. Das Gute ist, du hast tatsächlich ein Bild mitgebracht. Also eine Version, die lauffähig ist. Ist es eine Beta-Version? Es ist noch eine Alpha. Eine Alpha. Das ist unser Alpha-Bild, bisschen nach dem Alpha-Bild. Und Alpha bedeutet, es ist noch einiges, was sich da verändern kann. Ja. Es ist nicht das finale Produkt. Es kann auch mal sein, dass vielleicht mal irgendwas passiert, aber da freuen wir uns drauf. Ich hoffe nicht, aber es kann passieren. Lass uns gerne mal direkt reingucken. Ja, sehr gerne. Denn es sieht nicht nur gut aus, es macht auch tierisch viel Spaß. Wir haben Shadow Tactics gerade auf dem Kanal gehabt, vor einem halben Jahr, habe ich das Gefühl, oder vor einem Jahr. Mhm. Und THQ bringt das Ganze raus dann. Nächstes Jahr muss man sich noch gedulden. Genau, dauert noch ein Jährchen. Deswegen bin ich relativ erfreut, dass wir jetzt schon so einen frühen Einblick da reinkriegen. Zeig mal, was ihr also da habt. Also es ist, wie gesagt, eben so ein Hardcore-Stealth-Game. Sehr klassisch in den Mechaniken, was von Commandos eben und auch dem alten Desperados, an dem wir uns schon bei Shadow Tactics viel orientiert haben, gekommen ist. Man hat hier diesen Sichtkegel, den man sich anzeigen lassen kann und hat eben in der Regel so ein Setup aus Gegnern, die da irgendwie durch die Gegend laufen, sich gegenseitig angucken und muss jetzt versuchen, die möglichst stealthy auseinanderzunehmen. Man hat's nie eilig, oder? Man hat's nie eilig. Man kann immer genau überlegen, okay. Wir haben immer so eine feste Sache bei uns, keine Timer. Wenn irgendjemand ankommt und irgendwo einen Timer einbauen will, kriegt er eins auf den Deckel. Sehr gut. Weil das funktioniert in dem Genre einfach nicht. Für uns. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass er diesen Typen einfach sieht. Ne? Das sehen wir an dem Sichtkegel. Ja. Ich habe aber meine beiden Charakter hier dabei. Das eine ist der Hector, das ist dieser Kollege hier, ist mit seiner riesigen Falle auf dem Rücken, die dezent groß ist. Ah ja. Und wir haben einen, den Leute, die das Einser und die alten Games kennen, wahrscheinlich erkennen werden, das ist der John Cooper. John Cooper ist der Main Character der Desperados-Reihe eigentlich. So ein der auf dem Cover drauf war, glaube ich. Früher. Genau, oder? Der vorne drauf war. Wild Dennis appears. Ach, guck mal, tatsächlich. Hm. Wir haben Zuwachs bekommen. Ganz stealthy. Hallo, mein Name ist Dennis. Wie heißt du? Dennis. Hi, Dennis. Ernsthaft? Ja. Grüß dich, Dennis. Wurde vorhin auch von einem Moritz rübergebracht. Genau, ja. Moritz hat es gerade kurz angekündigt, bevor es losging, dass wir auch noch auf dich gewartet haben. Ja. Wo hast du gesteckt? Irgendwo in diesem riesigen Labyrinth, das sich Gamescom nennt. Okay, arbeitest du auch bei Mimimi? Ja. Als was? Als... Hier steht Communications Director. Communications Director, okay. Aber ich bezeichne mich auch gerne als Narrative Director, weil ich mit Hamburg macht sehr zusammen viel Geschichte, Cutscenes, Story. Das okay, super, dass du da bist. Du wirst dann wahrscheinlich Moritz ein bisschen helfen, das Spiel zu beschreiben. Er kann sich mehr aufs Spiel konzentrieren oder was haben wir vor? Ich, ehrlich gesagt würde ich lieber zocken. Du willst zocken? Ja. Ich will auch zocken. Nicht mehr gemacht. Das wird katastrophal, okay. Ich habe seit 6 Monaten nicht mehr gespielt, glaube ich. Gönn dir. Außer halt Mario Kart, aber. Also er ist nicht gut in diesem Spiel, das heißt, es wird hilarious. Das ist euer Logo, oder was? Jetzt sehe ich das, weil du einmal deinen Arm davor hast. Das ist euer Studio-Logo und darunter steht Mimimi. Okay, können wir das nochmal kurz sehen, bitte? Das Beine, die Mimi. Oh. Action ist schon tense. Da ist es, okay. Ah, nicht schlecht. Alles klar, merkt euch das, alles klar. Okay, wir waren gerade mittendrin, haben gestartet. Du hast nicht viel verpasst, aber unsere zwei Jungs wollen jetzt jemanden umlegen und wie es aussieht, bist du schon mittendrin. Das ist schon passiert, genau. Er hat jetzt hier die Falle von Hector benutzt, die riesige, hingelegt und dann mit so einem, der kann so pfeifen und die Leute damit anlocken. Wir hatten die Maus-Sensibilität eingestellt, das ist eine Katastrophe. Was ist du, oder? Zoll nicht rum hier, Spiel. Okay. Genau,
jetzt haben wir hier den Fall, dass er durch so einen, den dunklen Teil von diesem Sichtkegel kann er sich schleichend bewegen. Ja? Wenn er aufstehen würde, würden sie ihn da sehen, aber er kann da eben durchsneaken. Und selbst dann hat er noch ein bisschen Zeit zu reagieren in der Regel. Ich denke, er positioniert jetzt, er guckt sich das alles mal an, positioniert jetzt die Charaktere ein bisschen rüber. Der Typ, den wir da oben sehen, das ist ein sogenannter Elite-Gegner. Der hat den schwarzen Mantel an, so ein rotes Bandana, Klischee, Hardcore-Western-Dude. Und die sind ein bisschen krasser unterwegs. Das heißt, den können wir uns erst am Schluss hier rauslassen. Das heißt, den krasser kann er besser gucken, oder was? Der ist stärker, den kannst du nicht einfach so killen. Also die Sachen, die du mit normalen Gegnern hinbekommst, einfach ein Messer auf den zu werfen oder sowas, funktionieren da nicht so gut. Er kann dich auch kontern, wenn du ihn mit einem schwachen Charakter angreifst, dann wird er dich töten und nicht umgedreht. Und solche Geschichten, mit denen muss man sehr aufpassen. Und sie sind nicht so leicht abzulenken. Was er jetzt macht, nämlich den Typen darüber zu pfeifen, dass der ankommt, das würde mit dem Elite nicht funktionieren. Der würde das hören und sich denken, ja, da gehe ich halt nicht hin. Waren wir noch so. Oh, wurde das gesehen? Man weiß es nicht. Ganz smooth. Ich glaube, die Links haben es gehört. Das ist ein gelber Viewcon. Scheiße, hat er das gehört. Okay, oh, die haben es gehört. Aber es sind Zivilisten. Bei Zivilisten weiß man immer nicht so genau. Die sind eigentlich nicht, ja, okay. Sie haben niemanden gewarnt. Nee, ist alles okay. Ja? Die, wenn jemand in der Nähe ist, dann warnen die den und dann guckt eine Wache dahin. Das ist aber jetzt hier nicht passiert. Das heißt, die quatschen einfach weiter. Die haben auch nur was gehört. Die waren sich nicht ganz sicher, was los war. So läuft das jetzt. Und wir sind jetzt hier in der Mission, sind wir in so einer Stadt, in so einer klassischen. Ja, schon verkackt. Jetzt macht er das, was man nicht tun sollte. Nämlich diesen Elite mit einem schwachen Charakter anzugreifen. Und aber es war, glaube ich, eh schon verloren, oder? Aber in weiser Voraussicht haben wir gesehen, hast du ja schon zweimal schnell gespeichert, was zeigt, wenn selbst die Entwickler das machen, dass das nicht ganz so einfach zu sein scheint. Das ist auch, das Quicksave und Quickloaden ist ein essentieller Teil von dem Game. Also du bist nicht schlecht, wenn du speicherst oder lädst, sondern das ist einfach, das sollst du machen. Okay. Weil wir wollen, dass du ausprobierst. Du, du siehst irgendwas, mal probierst halt mal so, ah, funktioniert nicht. Dann nehme ich, ändere ich meine Strategie, probier's so. Das ist ganz essentiell. Was, die 3 geht nicht? Die 3 geht nicht? Mhm. Vielleicht hast du Caps Lock angemacht. Nee. Okay, ich kann ja mit Rechtsklick, ne? Ja, du kannst ihn auch mit Rechtsklick selecten. Ja, du kannst ihn auch im UI selecten. Genau. Wir sind also hier in so einer Stadt, in so einer Town, in so einer Frontier-Town im klassischen Western. Und die Aufgabe ist es da, so fünf Leute umzunieten, die für eine Railroad Company arbeiten, die da. Oh, das wird. Shit, du solltest. Wie, der hat ein Schwert oder was? Nee, der nimmt seine Shotgun. Die Shotgun und kontert dich damit. Aber das. Naja, du hast anscheinend wieder deinen Zivilisten. Schau mal. Okay, die Tastatur ist irgendwie hinüber. Guck mal, ob andere Sachen leuchtet, gehen. Aber. Nee, das sieht irgendwie so aus. Nee, die Tastatur macht gar nichts. Oh no. Die leuchtet auch immer zur Hälfte. Kein Problem, denn wir haben Fabian Kranel, der gerade sich aufmacht, eine neue Tastatur zu bauen. Kein Problem. So hart ist das Game. Das ist sogar Tastaturen schrottet. Ist heftig. Was werden wir denn gleich sehen? Ihr habt ein Level mitgebracht, sagtest du, den ihr zeigen könnt. Der Rest ist noch unter Verschluss, ja? Genau. Okay. Es sind noch 14 andere Level, 13, 14 andere Level. Das weiß man jetzt schon, wie viel da im Finale? Das weiß man schon, okay. Ja. Also die Kampagne wird so circa ein Dutzend Level beinhalten? Genau. Und noch mehr? So, ja, ein bisschen mehr. Es ist, wir haben so ein paar kleinere Level jetzt drin inzwischen, deswegen ist es ein bisschen schwer zu zählen, aber es sind mehr als in Shadow Tactics damals. Okay. Und es ist geplant so 25 Stunden Spielzeit. Tastatur wieder in Ordnung? Yes. Hast rein. Okay. So, jetzt haben wir hier was, was es sieht immer nicht so besonders aus, aber es ist für das Genre ist es was Besonderes. Okay, jetzt geht's wieder nicht. Sie geht die ganze Zeit so an und aus. Irgendwas wackelt da, ja. Und zwar haben wir hier so eine sogenannte Civil Zone. In der kann man sich frei bewegen. Und das gab es in dem Genre noch nie. Normal war jeder Mensch, der da irgendwie rumläuft, war dein Gegner. Und jetzt kannst du dich auf einmal auf diesen Straßen, weil ich meine, das macht ja nur Sinn. Du bist einfach ein Cowboy, der eine Waffe dabei hat. In der Western-Zeit interessiert sich da eigentlich niemand für. Okay. Und solange du keinen Scheiß baust und die nicht rausziehst und rumballerst oder irgendwie schlimme Dinge auf dieser Straße tust, wird sich da niemand für interessieren. Außer du gehst eben in diese Hinterhöfe, die abgeschlossen sind, wo die Wachen davor stehen und sagen, okay, das ist Private Property, America, okay, und so weiter. Aber was will ich denn in so einer Civil Zone? Was gibt's da zu tun? Du kannst, man sieht diese kleinen Fragezeichen da, und du kannst da eben Sachen erforschen. Und ein großer Teil, wir haben keinen Fog of War in dem Game, das heißt, du kannst über die ganze Map jederzeit drüber scrollen und das dir alles angucken. Okay. Und ein großer Teil ist immer rauszufinden, eben wie wir es vorhin schon hatten, die verschiedenen Wege, die es gibt. Ja? Und
du findest, das haben wir über diese Civil Zones jetzt die Möglichkeit, einfach dir mehr Hints darüber zu geben, was es in dem Level alles so zu entdecken gibt. Oder was es für Secret Ways gibt, jemanden umzubringen, der da irgendwie dein Ziel sein könnte. So ein bisschen, da erfährst du vielleicht was über ein Fläschchen Gift, was irgendwo verstaut ist. Wollte ich gerade fragen. Also es gibt auch indirekte Wege des Tötens. Mit Gift oder mit einem fallenden Gegenstand oder sowas. Ganz genau. Wir haben in der Mission haben wir so 5 Targets, das UI nicht zeigen. Naja, nicht zeigen. Wir haben keine das UI ist, also es ist noch sehr viel Work in Progress, unter anderem hier, diese Menüs. Hier, Alpha Footage. Alpha. Ganz wichtig. Real Alpha. Und wir haben für jeden, du musst eben 4, 5 Leute hier töten und für jeden von denen gibt es normale Wege oder eben auch so Spezialwege. Mhm. Vergiften kannst oder einer reitet an so einem Bullen die ganze Zeit, so rodeomäßig, da kannst du halt mit dem Bullen was anstellen. Sind die auch charakterabhängig? Kann der eine vielleicht den Weg machen und der andere nicht? Das gibt es manchmal. Ja? In der Regel hängt es dann daran, dass der Hector halt sehr stark ist. Okay. Und der kann dann halt mal vielleicht mit seiner Axt irgendwas umhacken, was sie anders nicht können. Oh, das scheint ein Bordell zu sein, oder? Richtig. Das ist wollen wir den Moment nicht vielleicht nutzen, um die Grafik kurz einmal genau zu inspizieren? Vielleicht mal dichter ranzoomen an dieses schöne Bordell? Erstens heißt es Freudenhaus. Freudenhaus, tut mir leid. Und zweitens sehr, sehr gern. Gerne, super. Sag ich mal her, wie tief kann man da einblicken in die Grafik? Warte. So weit kommen wir ran. Es ist in diesem, das ist was auch, was wir zum ersten Mal drin haben, sind eben manche Gebäude, die so eine ausblendbare Wände haben. Ja, das kannst du nicht bei jedem Gebäude machen, sondern nur bei den großen, die wir haben. Und hier ist jetzt so eine kleine Geschichte, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Das ist ein Stealth-Game, das heißt, man muss die Sachen analysieren und so. Ja. Was hier passiert ist, dass diese Prostituierte, die wir da gerade sehen, die heißt jetzt hier Civilian gerade, das stimmt noch nicht ganz, die muss immer tanzen für die Böse hier. Wild March ist die, die dieses Brothel eingenommen hat und gesagt hat, niemand kommt rein außer mir. Und für die wird da immer getanzt und die lässt sich von der Whisky liefern, was sie gerade tut. Ja. Normal hätte sie noch ein Whiskyglas in der Hand. Ah, okay, die sitzt da im Blau. Okay. Genau. Und daneben das Fläschchen, was so leuchtet, ist das Giftfläschchen, ja, was du eben rausfinden kannst, wo dich das befindet und sowas. Ja. Und dann kannst du mit dem Fläschchen den Whisky vergiften und musst eigentlich nicht wirklich was tun, abseits davon. Und die wird dann an dem Whisky zugrunde gehen. Oder du rennst einfach mit dem Hector mit der Axt rein und spielst ein bisschen Slasher-Film. Musst aber vorsichtig sein, weil das, wenn die Leute das sehen, genau, dann gibt's Alarm. Und das also es hat schon einen Vorteil, wenn man versucht, die schwierigen Wege tatsächlich auch zu nutzen, ja? Es hat, es ist, also die sind eben nicht unbedingt schwieriger, sie sind einfach subtiler oft. Und das große Punkt ist, dass all diese Arten, jemanden so zu killen mit so einem Spezialweg, wird von den Gegnern nicht als Angriff erkannt. Das ist dann ein Unfall für die. Ja. Und so kannst du eben sehr, sehr stark Leute ausnehmen. Okay. Was er jetzt macht, ist, wir haben hier er geht eben über diesen roten Bereich, was auch noch ein Dummy-Grafik ist, hier rein und versteckt sich und wird jetzt ein Skill von Cooper verwenden, nämlich eine Münze. Ja, der kann Münzen werfen, zack, und dann gucken die da hin für eine Zeit. Und es klingt erstmal nicht so stark, aber es ist sehr, sehr stark, wenn man weiß, wie man das anstellen muss. Okay, ja, die gucken weg und jetzt läuft er wahrscheinlich gleich runter. Nein, und dann versucht er, den rechten auszuschalten, oder was hast du vor? Ordentlich ein Messer ins Gesicht. Aber wie viel Sperren ist das Spiel? Weiß ich nicht. Messer. Zündung. So, ja. Shit. Wow, mit Schuss. Das ist Reckless Behavior des Community Directors. Der hat das jetzt gehört, ja. Man sieht diesen blauen Radius und da sieht man, von rechts kommen schon die Alarmpatrouille angelaufen, Kollegen. Ja. Aber man ist nicht tot, ne? Man kann jetzt noch weitermachen. Meister Münze! Jetzt wäre der Hector nicht schlecht, aber er versucht es mit der Chaos-Methode. Wir sehen, er nimmt Schaden dabei, ja, und. Ach, das Spiel verzeiht also den ein oder anderen Fehler. Es gibt jetzt Lebensenergie. Genau. Gab's das schon immer bei Desperados? Ja, meines Wissens auch schon. Es war nicht ganz so verzeihend früher. Ja. Er hat es jetzt geschafft, diese Alarmpatrouille auszunieten, ohne dass irgendjemand das sonst mitbekommt. Okay, so viel dazu. Eieiei. Okay. Na, wann hast du das letzte Mal gequicksaved? Dennis. Vor 5 Minuten. Na, macht doch nichts. Das ist das, was man in der Regel am ersten Mal lernt, weil das passiert dir 3 Mal und dann bist du so faktisch. Ich hab keinen Bock mehr. Genau. Ja. Dann spiel ich jetzt auch weiter. Wenigstens hast du vor dem Freudenhaus gesaved. Ah, da geht man doch immer gerne wieder rein. Damn. So. Also. Machen wir das mal richtig hier. Jetzt springe ich große Sprüche und werde hier vollkommen killed wahrscheinlich. Genau. Ich mache jetzt einfach mal einen anderen Weg, den wir. Gerne. Yes, der ist jetzt gefreestyled, aber. Gibt's denn. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber gibt es irgendwelche Sachen zu finden, die dich besser machen für länger so Loot? Kann man irgendwas finden? Nee, ne? Wir haben keine Character Progression drin, weil das einfach. Macke, ja, passt auch nicht rein. Das passt nicht so gut in das Game. Aber hätte man jetzt denken können, bei so einer großen Welt, ne, diese Häuser zu betreten, irgendwie denkt man da gleich, oh, kann ich da den ganzen Kram klauen? Also Upgrades haben wir nur, die kann man bei uns nur kaufen. Also für 10 Euro kannst du eine bessere Gun kaufen und so. Genau. Achso, bei dir direkt dann aber. Genau, ne? Nur bei mir.
Du musst den Dennis anschreiben, dann regelt er das. Ups, ich habe ein paar Kumpels in Serbien, die können es dann besorgen. Hat auch nichts mit dem Spiel zu tun. Ich mache gerade ein bisschen Werbung für mein Business. Okay. Ist das in Ordnung? Ja, selbstverständlich. Wir machen gerade die ganze Zeit Werbung für Desperados und was auch immer du willst. So gesehen. Der Weg ist sehr schwierig. Deswegen scheitere ich jetzt nur. Einzige Reason. Da sollte man eigentlich nicht reingehen, aber man kann das bei uns eben dann doch immer machen. Das heißt, ich muss mich jetzt hier irgendwie durchschleichen und hauptsächlich muss ich an dem Dude da vorbei. Der ist ein bisschen annoying. Aber das kriege ich hin. Ist das gerade auf hart oder? Ist es noch normal? Nee. Ist das, hart haben wir, glaube ich, noch gar nicht eingebaut. Okay. Schwierigkeit kann man dann auch wählen, ja? Wenn einem das zu einfach ist, okay. Wir haben hart, medium, easy, ganz normal. Und genau das. Muss ich ein bisschen warten. Wir haben hier das Setup hier ist ein bisschen komplizierter. Ja, wir haben so zwei Typen, die patrouillieren. Wir haben so drei Leute, die da sich das Ganze angucken. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und jetzt, wenn der sich bewegt, speichere ich. How's it going? Oh, die Maus setzt aus. I'm here, amigo. Und schaut er sich da. Komm, stark. Nee. Stark. Richtig gut gemacht. Oh. Ja, hast du das gerade? Ich dachte, das ist da gespeichert. Okay, was war jetzt das Problem? Der eine oben hat mich gesehen, weil ich beide mitgenommen hat. Jetzt nehme ich mal hier Safety First, nur meinen einen Dude. Er hier hat mich vorhin gesehen. Okay. Das heißt, ich muss das so Stück für Stück machen, nicht gierig werden. Jetzt habe ich mich da hinten reingesneakt und bin da in einer relativ verlorenen Position, weil einfach relativ viele Leute von außen drauf gucken. Aber ich nutze jetzt mal ein Feature, nämlich den Viewcon Marker. Den kann ich hier hinsetzen und dann sehe ich, wer dahin sehen kann. Wir sehen bei ihm diese gestrichelte Linie, das ist aktiv, das war. Ich lade direkt. Mutig. Das war direkt im Noise. Aber prinzipiell kann ich mir so praktisch analysieren, ob da irgendjemand was sieht. Ja. Das ist ein bisschen hektisch, es tut mir leid, aber wir haben den schweren Weg gewählt. Oh, das war sehr knapp, so oder? So close. Speichern. Okay, jetzt nochmal langsamer. Also das ist auch sowas, wenn du halt dann auf hart spielst, dann geht es nicht mehr. Genau. Der Viewcon hat dich halt dann. Ach, der sieht dann gleich, okay. Auf hart ersticht das. Jetzt haben wir, genau, wir sehen jetzt, okay, er schaut hier gerade hin. Ja, ich sehe diese Linie. Und jeder, der diesen Punkt anschaut, davon kriege ich so eine Linie angezeigt. Und so kann ich mir praktisch die Info holen. Und jetzt muss ich ihn einfach hier umnieten. Niemand sieht das. Niemand hört es, was vorher das Problem war. Ganz wichtig in Stealth Games, Leichen verstecken. Immer in die Büsche rein. So. Und wieder gespeichert. Immer. Okay, kannst du dein Steinchen da jetzt wieder mitnehmen, oder war das... Das Steinchen, also das Münzchen, was ich habe, das kann ich unendlich oft werfen. Nee, ich meine das Steinchen, was da direkt vor dir... Ach, das Teil, ja, das kann ich abheben. Aha. Und kann ich... Das ist unabhängig von... Jetzt siehst du da zum Beispiel, da gucken einige Leute hin. Ja, er guckt jetzt hin, jetzt guckt er hin. Du kannst nur einen setzen, ne? Du kannst nur einen davon setzen, du kannst auch immer nur einen Sichtkegel anmachen. Mhm. Einfach weil... Cooles Spiel, an dem ihr da arbeitet, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. So... Jetzt denken wir den. Oh shit, das war jetzt ein Fehler. Jetzt habe ich die nämlich beide erwischt. Wenn ich hier durchsneaken will, dann ist das nicht so gut, wenn er da hinguckt. Jeder, der diese Münze hört, schaut da hin. Ja. So. Hector. The big guy. Sehr gut. I got this. So, jetzt wieder mit der Falle, würde ich sagen. Kannst du nicht über den Zaun werfen, oder? Die Münze schon, die Falle nicht. Die Falle nicht. Das wäre ziemlich sweet eigentlich, ja. Das wäre geil. Ja. Okay, nächster Patch-Feature. Fallenschmiss. So, jetzt lock ich ihn mit meinem Pfiff wieder hier hoch. Ja. Ich glaube, du lockst zwei ein. Nein. Der sieht die Falle nie. Oh doch, den da oben auch. Viel Glück. Shit. Viel Glück. Der sieht das jetzt. Jetzt würde ich schnell sein. Oh. Schnell. Oh, wär's nice. Gut? Ich bin gut. Ja, du bist gut. Das sah tatsächlich aus, als wüsstest du dir, was ihr tut. Das war Glück. Das ist da ihr, ich hocke hier. So, jetzt haben wir hier es geschafft, mit einem Pfeifen eben zwei Leute anzuziehen. Ja, das kann passieren. Wow. Und so dünnen wir diese ganze Geschichte hier ein bisschen aus. Und ich würde dann in das Bordell jetzt mal rein, weil da wollen wir ja alle hin. How's it going? Und dann machen wir die Geschichte mit dem Vergiften, oder was haben wir genau, vor? Genau, wir vergiften jetzt die. Ah, okay. Match. Aber du gehst von hinten rein, warum? Ich gehe von hinten rein, vorne ist zu. Ach so. Hier muss ich auch noch hin zu dem Whisky-Fass. Aber ich will mir jetzt erstmal das Laudanum holen, das Gift. Und das ist ein Bordell, natürlich geht er von hinten rein. Dennis, echt nicht? Reiß dich zusammen. Sorry. Im Fernsehen. Sorry. Ist das live? Das ist tatsächlich live. Oh. Oh. I'll bring some. Das wusste ich nicht. Das sind aber zwei Wachen. Eben das war das nur eine, oder? Nee, die sind okay. Da die ganze Zeit schon, aber die quatschen jetzt gleich miteinander. Zup. Dann gönne ich mir das Fläschchen. Die Story dahinter, das ist was man eben erfahren kann, wenn man sich da ein bisschen umhört, ist, dass der Doktor, der da unten sitzt, wenn er ins Bordell geht, hat er manchmal nicht genug Geld dabei. Er hier, dieser Butcher-Typ.
Und dann bezahlt er mit Laudanum, so ein Beruhigungsmittel. Und das hat eben die eine von denen da in ihrem Schränkchen sitzen. Und wenn du das rauskriegst, dann kannst du es nehmen und in den Whisky schütten. Ah, okay. Und das kriegt man raus, indem man in dieser Civil Zone sich mit Leuten unterhält, oder was? Indem man zuhört. Oh. Ah, zuhört. In dem Fall würdest du das jetzt rausfinden, wenn du diesen zwei Prostituierten, die auf dem Balkon praktisch vor dem Bordell sich unterhalten, die reden darüber, dass eine von ihren Kolleginnen dieses Laudanum bekommen hat. Ah ja, okay. Und das musst du dann in deinem Kopf zusammensetzen. Ist jetzt nicht so eine Supermeisterleistung, das dann zu schaffen, aber das geht. So, und jetzt haben wir hier den Kollegen, da unten, wo der Whisky getrunken wird. Der gönnt sich immer ein bisschen von dem Whisky und guckt sonst auf die Tür. Oh, jetzt habe ich gerade ein Fenster, aber das... Oh, was geschieht? Nö, okay, das hätte ich auch nicht gemerkt. Das war alles nicht ganz so gut. Oh, jetzt habe ich geladen. Wieso, war doch super. Aber du wolltest jetzt safen? Nein, ich wollte safen und habe geladen. Ah, okay. Da kann ich aber ein tolles Feature gleich erklären. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Und zwar, wir haben 3 Quick-Save-Slots. Das heißt, wenn dir das Gegenteil passiert und du eigentlich mal laden wolltest und du speicherst, so wie das immer in den alten Games passiert ist, und dann ist dein kompletter Playthrough ruiniert. Ah, okay. Wollte ich gerade fragen, was ihr dagegen macht. Habt ihr anscheinend... Wir haben 3 Quick-Save-Slots. Okay. Weil so hat jeder von uns mal Desperados aufgehört. Ja, denke ich auch. Das ging jeder. Gut, dass du das gesagt hast. Habt ihr an alles gedacht fast. Voll. Schauen wir mal jetzt, ob du da... Ich will das noch sehen, wie du die Dame da mit... Das kommt. Das dauert noch eine Minute, 2 Minuten vielleicht. No, kein Problem. Der Axtmörder... gönnt sich jetzt unseren Klüten. Also du gehst jetzt brutal rein, ja? Da gibt es keine Sneak-Methode? Doch, wenn der jetzt den Drink sich holt, das passiert, glaube ich, erst, sobald sie oben ist. Da muss man dann einfach warten und geduldig sein, ja? Und dann ergibt sich manchmal noch eine andere Gelegenheit. Da hat er, er gönnt sich jetzt den Drink. Und jetzt sieht auch immer lustig aus. Yes! Oh ja. So, jetzt so eine Animation, die Dummy ist, ja? Das ist Alpha. Sowas hier. Oh, das sieht aber schön aus, muss man sagen. Das würde ich so lassen. Bianca dreht jetzt durch. Genau, unsere Grafiker drehen durch, auch die Türen und so, das ist alles noch ein bisschen rough. Und jetzt kann der Cooper eben hier dieses Whisky-Fass vergiften. Unsere Leute unterhalten sich immer, das sieht man hier unten. Ja, wir haben sehr viel so Banter-Dialog, der die Story vorantreibt und die Charaktere. Ja. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis sie den nächsten Mal den Whisky holt, ihr gibt zum Trinken. Währenddessen kann ich hier ein bisschen aufräumen, dass wir hier auch rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, hier rauszukommen. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, zu schauen, wie die Dame jetzt hier vergiftet wird. Weil das wäre ja nochmal, das würde mich jetzt echt interessieren, wie das Ganze aussieht. Das wird jetzt noch so 30 Sekunden dauern, bis die dann nach unten kommt. Das ist in Ordnung. Erzähl mir doch, während wir warten, wann das Ganze rauskommen wird, wie lange wir noch warten müssen. So ein Jährchen. Ein Jährchen, Sommer 2019? Genau. Wer darf da mitspielen? Welche Plattformbesitzer? Die Playstations, die Xboxens und die PCs. Ach, Quatsch. Okay, und das auch alles zeitgleich oder kommt dann wieder die Konsolenversion ein bisschen später? Und nö, diesmal ist der Plan simultan. Ah, okay. Die Dreamcast ist gestrichen. Die Dreamcast ist gestrichen worden. Okay. Okay, habe ich auch gelesen, sehr schade. Ja, das wäre schön gewesen. Dann habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, da dran zu schrauben. Werdet ihr noch andere, also wird das Spiel denn primär aus diesem 15 Missionen bestehen, Kampagne nennt man das vielleicht oder so. Oder habt ihr noch irgendwas abseits des ganzen Szenario-Modus oder irgendwas Multiplayer oder was man sich da ausdenkt? Battle Royale-Modus. Yeah. Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Battle Royale-Modus drin. Auf der Map, das ist ja schon einer, das sind 100 Dudes und du auch. Nee, wir haben so Special Modes für diese Missionen, an denen wir. Das ist noch nicht ganz klar, wie wir es machen wollen, aber wir werden diesmal was einbauen, dass man diese Mission nochmal spielen kann in neuem Gewand. Okay. Vielleicht mit anderen Charakteren, mit einem neuen Objective, solche Geschichten. Also, ihr macht euch schon Gedanken über einen Wiederspielwert dann, dass wenn man es einmal durch hat, dass man da noch herausfindet. Es ist auch so, dass jede Mission eigentlich mehrere Lösungswege hat und teilweise sind die so voneinander abgetrennt, dass du große Teile des Levels gar nicht spielst, wenn du was anderes machst. Ach so, okay. Dann kannst du es neu spielen und. Verpassen wir gerade. Nein, wir verpassen noch nicht. Ach so. Jetzt. Bitte einmal den Bildschirm. Und sie trinkt den vergifteten Whisky. Die Animationen sind noch Work in Progress von dieser ganzen Geschichte. Ja, können wir gerne immer wiederholen. Alpha, immer wieder. Alpha. Das wird alles noch besser. Wenn so Knopfdruck so ein großes Dämpfen würde kommen. Jetzt stirbt sie, die kriegen das mit und untersuchen das natürlich, aber Alarm lösen sie eben nicht aus. Nein, was ist da passiert? Schlechter Whisky. Und da liegt sie. Und rennt durch die Tür. Okay, und damit haben wir eine von den 10 Personen erledigt. Genau. Noch 4 to go oder so. Danach würden wir dann darüber oder wo auch immer, kannst du dir mal aussuchen. Alles klar, dann danke ich euch auf jeden Fall für diesen Einblick von in Desperados 3. Ich wünsche euch viel, viel Glück, dass ihr das Release-Datum hinkriegt bis 2019. Ein bisschen Zeit habt ihr ja noch. Und ich wünsche euch viel Spaß auf der Gamescom hier. Schaut nochmal bei uns vorbei, unserem Stand, ne, in Halle 8. Und viel Erfolg.
Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht's weiter hier auf diesem Kanal mit Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. Kennt ihr das? Seid ihr auch gespannt? Dann solltet ihr dranbleiben. Bleibt wie hier. Wie Sau. Denn wir schalten zurück auf unsere Main Stage und da könnt ihr euch das Ganze angucken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.